startet und läuft. Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu Gaming Dragon und zu einer weiteren Gesamtaufnahme von der Elder Scrolls Online. Und es rauscht heute im Hintergrund der liebe Lunk. Und es rauscht. So, was ihr da vorher ganz kurz gesehen habt, war ein Zwergcharakter. Ich spiele jetzt in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr. Der Elder Scrolls Online hat auch den Grund, weil es ja ab 6.6. das neue Add-on gibt. Kein Product Placement, sondern wirklich ein Add-on. Und zwar Morrowind, und deshalb spiele ich jetzt mittlerweile ein bisschen mehr charaktermäßig mit einem anderen Charakter, damit das Let's Play nicht verfälscht wird. Und bevor wir heute viel starten und da viel herumlaufen, werde ich euch heute zeigen, wie man die Quest annimmt oder wo man die Quest findet, um sich ein Haus zu organisieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es mit meinem aktuellen Charakter, wo ich Outplay spiele, habe ich das jetzt schon gemacht. Ich hoffe, ich finde es jetzt auch gleich wieder in der Aufnahme oder bevor. Prost erstmal. Unprofessionelle Let's Player trinkt während der Aufnahme. Es geht zum großen Besäufnis. Yay, Besäufnis. Also, um die Hausquest zu bekommen, so müsstet ihr auf wo ist es? Nix Gruppe, nix Gilde. A, B, C. Wo ist der Kack? Auf Sammlung gehen. Genau. Auf Sammlung. Das sollte dann irgendwo stehen. Nicht andenken. Oder war das doch im Shop? Oh, vielleicht bei Sammlung wohnen. Akrodi wird euch helfen, eine Kiste zu öffnen, die besondere Belohnungen enthält. Manche von ihnen sind so spektakulär. Möge das Glück euch begleiten. So. Ich glaube, das war sogar noch im Shop drin. Halt so. Im Kronenshop war das drinnen. Genau. Wenn du auf Kronenshop gehst und dann auf Quests, dann habt ihr hier Wohnen ein Freund in Not. Anklicken und bestätigen. Danach habt ihr im Inventory unter den Quest Items wenn es hinhaut, solltet ihr die Quest haben. Wenn er es denn jetzt genommen hat. Genau. Dann habt ihr hier gleich das erste, wenn ihr auf alle geht, das erste gleich Wohnprospekt, ein Freund in Not. Doppelklick. Und annehmen. Damit habt ihr die Quest angenommen und ihr habt euren Freund in Not. Wenn ihr diese Questreihe folgt, solltet ihr zu eurem Zuhause kommen. Und am besten machen wir die gleich, weil bei mir war es zum Beispiel so, dass man auch gleich zur dunklen Bruderschaft gekommen ist. Lunk, hast du es jetzt auch? Ja. Gut. Ich hoffe, mein Ding war jetzt nicht zu wirr, aber ja.
Die Quest ist übrigens in der City, also gehe ich jetzt in die Hauptstadt. Und ich hoffe, ich sehe dich dann dort oder finde dich dann dort. Gondoran ist die Hauptstadt Davonswacht? Ja. Okay. So. Der Nebel hat sich verzogen, Entseelter. Der Pfad vor uns wurde enthüllt. Er ist dunkel und verworren. Kommt zur Zukunft. Ja. Du Saft sagt, ich war erst vor kurzem in der Zuflucht. Aber das ist mir aufgefallen, das dürften sie geändert haben. Dass du quasi gleich die nächste Story-Quest auch bekommst. Sobald du eine gelöst hast. Das dürften sie geändert haben. Weil früher kam das so im 5. Alter, das Spiel ist gerade so finster, ich finde gar nichts. Es ist deprimierend. Oh, aber ich hab dich gefunden. Das ist schon mal was. Und eigentlich hoffe ich, möchte ich eigentlich zu dem Ding hin. Oh. Finden muss man es halt. Aber ich renne da gegen die Mauern, weil ich eigentlich nicht, mich nicht hier zurechtfinde. Hm. Warte, ich merke gerade, ich muss überhaupt noch zu dir reisen. Ich dachte, du bist schon da. Ja, schon, aber du bist unsichtbar. Oh! So, ich bin nicht ganz in der Nähe. Ich glaube, ich habe jetzt versehentlich eine andere Quest gemacht als die, die ich wollte. Hm? Wie macht man denn sowas? Indem man die falsche, indem man die Handwerksquest einstellt, anstatt das die Quest, die man eigentlich machen möchte. Oh. Also der Freund in Not. So heißt die Queste. Und die sollte in Davonswacht auch sein. Ja, ist auch. Sie ist auch in Davonswacht. Oh, bist du angelaufen? Wenn du die Quest folgst, dann wirst du mich auch gleich finden. Ja, ich sehe dich. Yay. Ich laufe gerade Richtung Stadtzentrum. Oh nein. Du rennst mir wieder davon. Ja, ja. In Richtung Quest. So. So, du musst da irgendwo sein. Da. Komm rein, blink Glück herein. Hallo, du Sack, Falte. Falls ihr wegen des Zins hier seid, müsst ihr später wiederkommen. Ich muss mich gerade mit unerwarteten Widrigkeiten herumschlagen. Ich hatte bis vor kurzem eine Miete. Bulak Idolus. Als ich herausfand, dass sie mein Eigentum für ihren Skoma-Handel missbrauchte, ist sie in mein Arbeitszimmer eingedrungen und hat sich mit der Besitzurkunde aus dem Staub gemacht. Ohne die wird die Wache nichts unternehmen. Sie werden mir nicht einmal glauben, dass mir das Zimmer gehört. Es ist alles verloren. Ich... Ja, ja, das könnt ihr. Ich kann nicht zulassen, dass dieser Vorfall meinen Namen in den Schmutz zieht. Wenn ihr es schafft, die Besitzurkunde und den Schlüssel zurückzuholen, dann schreibe ich das Zimmer auf euch um.
Wenn mich nicht alles täuscht, dann lag Bulak Idolus mit ihrem alten Geschäftspartner Zugogrod im Zwist. Wo auch immer sich der Abschaum der Gesellschaft herumtreibt, dort werdet ihr vermutlich auch ihn antreffen. So, wir haben... Wir haben... Also ich habe jetzt zumindestens... Das war eine Küste. Ich habe jetzt zumindest, weiß ich, dass ich jetzt den Abschaum der Stadt besuchen darf. Dort muss ich eh noch mein Zeug loswerden. Dort muss ich eh noch mein Zeug loswerden. Du, da ist ein Eingang direkt hinter der Bank, das weißt du? Ja, da ist es. Haha. Servus. Yeah. Du bist halt wieder so schnell. Ja. Wir spielen miteinander, nicht gegeneinander. Nur zur Information, gell? Ach so. Soll ich so schließen? Das hab ich gehört. Das ist ein Facepalm wert. Den man hören kann. Nein, ich verstehe. Ich bin hier, falls ihr eure Meinung ändert. Das sind übrigens die Quest-Starter von Assassinen bzw. Diebesgilde. Mhm. Ich kenne euch nicht. Und ich will auch nichts mit euch zu tun haben. Ja? Na und? Könnte schon sein, für den richtigen Preis. Aber Loyalität ist kostspielig. Ihr wisst also, wie der Hase läuft. In der Nacht, in der sie die Stadt verließ, habe ich mich ein wenig in ihrer Bude umgesehen. Doch das einzig Lohnenswerte dort waren ein paar alte Papiere. Ihr habt gut bezahlt, also lasse ich sie euch durchsehen. Sie sind in meinem Rucksack. Es gibt ein paar alte Papiere. Gut. Aber wenn wir schon mal da sind, werde ich auch gleich die Gilde, die... Diebesgilde bzw. die Assassinengilde hier auch annehmen. Seid ihr wegen des Auftrags hier? Um jeglicher Verwirrung vorzubeugen, ja, wir teilen die Gewinne gerecht auf. Und nein, in diesem Punkt gebe ich kein Stück nach. Lasst es mich erklären. Ich brauche einen Partner für einen schwierigen Auftrag. Es zahlt sich aus, doch dazu muss man reisen und es ist auch nicht ganz ungefährlich. Klingt das nach etwas, was euch interessieren könnte? Ich bin so froh, dass ihr vorbeigekommen seid. Ich habe ein Schiff angeheuert. Trefft mich dort, sobald es losgehen kann. Hier, ich markiere es euch auf eurer Karte. Bringt ein paar Dietriche mit. Falls ihr keine habt, könnt ihr hier welche kaufen. Oh, und zieht euch warm an. Besprechen wir die Einzelheiten, wenn wir uns treffen. Es ist nicht so, dass ich euch nicht traue. Ich bin nur... Ich glaube nicht, dass ich an diesem Ort einen guten Eindruck hinterlassen habe. Also nur, falls ihr noch Interesse habt. Das habt ihr, oder? Natürlich habt ihr das. Ich hatte noch nie einen Partner. Ich meine, bei all den anderen großen Aufträgen, die ich gemacht habe, habe ich immer alles allein durchgezogen. Oh, und das recht erfolgreich. Und die meisten Leute, mit denen ich gesprochen habe, meinten, das Treffen wäre zu weit weg. Nun, ich habe im Vorfeld für ein Schiff bezahlt. Ich wusste ja nicht, wie weit ich reisen würde, um einen passenden Partner zu finden. Also für den Auftrag, meine ich. Aber darüber können wir an den Docks sprechen. Lebet wohl. So, und wo ist jetzt der Mister für die Assassinengilde? Muss ja auch hier irgendwo rumgammeln. Das war der Mister für die Assassinengilde. Nein, das war für die Diebes. Das war nicht der Assassinentyp. Oh. Da gibt's noch einen anderen. So wie ich das sehe, tue ich euch einen Gefallen. Keine.
Gut, das ist ein Healer. Nein, das ist nur Diebesgilde gewesen. Mhm. Das sind die Assassinen, schaut anders aus. Ein Leben auf der Flucht ist doch eigentlich... So, wo bist du? Bisschen hier umgucken. Ich hab doch vorher schon noch einen gesehen mit einem... Mit einem Ding auf dem Kopf. Über dem Kopf. Mit so einem Pfeil über dem Kopf. Da ist wieder der scheiß Ausgang. Alter, das geht mir gerade ein Mörder am Sack. Darf ich das ganz laut sagen? Ja, aber nur wenn es ein Kumpel ist. Mir geht das auf die Nüsse. Kann sein, dass du es vielleicht schon angenommen hast? Nein, weil ich bin das erste Mal hier unten. Ja, stimmt. Das ist ganz gut. So. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich sehe rein gar nichts. Tja. Okay. Da geht's da auch irgendwo rauf zum Klettern. Oh. Du bist nicht derjenige, den ich suche. Okay, einmal renne ich da noch rum. Die Zuschauer warten gespannt. Wenn ich das noch einmal, wenn ich jetzt keinen finde, dann kacke ich drauf. Dann kacke ich drauf, live im TV. Na, wenn du das sauber machen möchtest. Gut. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie sehen mich jetzt drauf kacken. Oh Gott, das ist nicht für die Jugendlichen. So. Da ich jetzt live und in Farbe gekackt habe, gehen wir zum Ausgang? Gehen wir zum Ausgang? Yeah. Mit den Worten eines weisen Philosophen. Los cacos perfectos. Okay. Aber weise habe ich noch nicht gehört. So. Ich müsste mich halt nur dementsprechend weit wegbewegen, damit ich weiß, wo da Kacke. Nein. Ob man schon da in der Nähe war oder noch nicht. Ich glaube noch nicht. Ein Freund in Not, das ist in Schattenfühlen. Da kommen wir erst sehr spät hin. Tja, das. Ja. Haben wir dann abgesprochen. Chips. Gut. Nachdem wir das jetzt mal erledigt haben, was machen wir als nächstes?
Tja, was sagen denn Sie? Hallo meine lieben Freunde, das war's von The Elder Scrolls Online. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich hoffe, wenn ihr wollt, könnt ihr den Limlum besuchen. Dessen YouTube-Seite habe ich euch verlinkt. Unten in der Videobeschreibung auch der Link zu all meinen laufenden Let's Plays. Ich hoffe natürlich, es hat euch Spaß gemacht. Und ich verbleibe als euer Gaming Dragon mit einem heißen Fario für diesen Part.